guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir den Tag hier heute eröffnen dürfen. In dem Vortrag, wie gesagt, schon perfekt zusammengefasst, eigentlich schon fast alles gesagt, geht es um die Weiterentwicklung der Marke Telekom über die letzten Jahre. Und es ist natürlich super für uns hier, so ein fachmännisches Forum mal zu bekommen, um auch mehrere Steps, die wir halt über einen längeren Zeitraum jetzt genommen haben, mal im Zusammenhang darzustellen. Und wir sind natürlich nicht nur an der Frontalpräsentation hier interessiert. Bei der Telekom geht es ja darum, sich zu connecten. Deswegen auch spannend, wie dann der Austausch stattfindet. Das heißt, gern Feedback und Fragen und auch im Anschluss. Das war unser Ziel und unser Anspruch für heute. Und ich übergebe dann direkt mal an den Alexander, der da startet mit der Präsentation und dann wechseln wir uns so ein bisschen ab. Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal. Henrik und ich arbeiten schon so lange zusammen. Das sind nicht erst die letzten paar Jahre gewesen, auch vorher schon. Dass es mich besonders freut, dass wir beide hier das heute mal zusammen machen können, vor, wie gesagt, so einem tollen Publikum auch. Als wir uns das Motto angeguckt haben und die Anfrage kam, ob wir das hier heute machen wollen, haben wir gesagt, eigentlich bei dem Motto, was heute hier ist, können wir eigentlich gar nicht Nein sagen, weil das eigentlich genau die zwei Kernpunkte sind, an denen wir versuchen, die Marke Telekom in den letzten Jahren richtig nach vorne zu bringen. Da geht es genau um diese beiden Punkte. Es geht um Klarheit im Außenauftritt und es geht natürlich auch um die Frage Mut, wie kann man mit bestimmten Konzepten eben auch die Marke zukunftssicher machen, und da braucht es auch einen gewissen Mut und da braucht es auch einen tollen Partner, mit dem wir das immer wieder nach vorne bringen können. Wir haben das mal genannt Shaping the T. Wie bringt man eigentlich so eine, so eine Behörde, sage ich mal, auf Trab? Und macht daraus vielleicht irgendwann dann auch mal eine ikonische Marke. Das ist das, woran wir gerade arbeiten, und dazu wollen wir euch heute ein paar Dinge zeigen, wie wir das in den letzten Jahren angestoßen haben. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wie bringt man eigentlich so einen Schnarchladen auf Trab und macht vielleicht eine Marke draus, wo jeder sagt, wow, und findet die irgendwann mal toll. Also das ist wirklich eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Kurzer Blick nochmal auf, was ist eigentlich die Telekom? Ihr kennt sie alle, aber ein paar Fakten machen vielleicht klar, mit was es wir hier zu tun haben. Telekom hat immer noch über 200.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Vor einem Jahr haben wir die 100 Milliarden Umsatzmarke gerissen zum ersten Mal mit der Übernahme von Sprint in den USA. Aber worauf ich hier eigentlich so ein bisschen hinaus will, ist, wir machen das Ganze, wir haben 250 Millionen Mobilfunkkunden, die wir jeden Tag bedienen, über 20 Millionen Breitbandkunden und mittlerweile auch über 8 Millionen TV-Kunden. Und wenn ihr euch anguckt oben in der Mitte, dann seht ihr, welche Komplexität daraus auch entsteht. Wir haben allein in Deutschland, das sind nur die deutschen Zahlen oben im weißen Kasten, pro Jahr über 90 Millionen Kundenkontakte. Fast 70 Millionen Calls im Jahr und allein pro Tag über 7000 Service-Installationen. Also ich glaube, daraus kann man so ein bisschen sehen, welche Komplexität in diesem ganzen Konstrukt Telekom steckt, weltweit. Und warum ich euch das jetzt gezeigt habe, ist nicht, um euch hier die Zahlen vorzubeten, sondern um zu sagen, also das Inhärente in solchen großen Organisationen ist, glaube ich, immer, dass du eine Komplexität hast, die du in irgendeiner Form mit der Markenführung auch in den Griff kriegen musst. Und wenn man sich die Anfangsjahre anguckt, Technologien waren noch getrennte Technologien, Internet war was ganz anderes wie Breitband oder Mobilfunk, was alles dazu kam. Als die Telekom in die Privatisierung entlassen wurde, hat ein rasanter Wachstum eingesetzt. Und die Markenführung hat eigentlich immer nur das abgebildet, was irgendwo schon da war. Also das so als Segmentmarken, ihr kennt das vielleicht noch, der eine oder andere, die Studenten heute hier wahrscheinlich nicht mehr, hoffentlich nicht, muss ich sagen. Aber was eben entstanden ist, waren Segmentmarken, die für sich Geschäft gemacht haben und die dann auch immer weiter Marken entwickelt haben, Produktmarken, Divisionsmarken, was auch immer. Und im Laufe der Jahre ist ein Sammelsurium an Marken, an Segmentmarken und Produktmarken entstanden, was zu einem Bild geführt hat, das nach außen so eine Wirkung haben musste. Ja, die Kunden wussten gar nicht mehr so genau, bei wem bin ich jetzt eigentlich, was muss ich eigentlich tun. Mir selber ging das mal so, bin dann mal umgezogen und hatte Mobilfunk,
Telefonie zu Hause und auch T-Online als Internetprovider, und dann musste man bei drei verschiedenen Hotlines anrufen, um diesen Umzug tatsächlich zu vermelden. Ja, es gab keine zentrale Stelle, und das ist so ein bisschen das Chaos, in das die Telekom damals hineingewachsen ist. Kann man gar nicht großen Vorwurf machen, das war einfach ein Bild, was sich über die Jahre dann etabliert hatte. Also letztlich aber muss man sagen, wenn man sich das anguckt, ja, komplexe Organisation, aber was natürlich eigentlich gar nicht passieren darf, ist, dass der Kunde letztlich darunter leidet, wenn er das so sieht. Ja? Also dass die Organisation die Komplexität beim Kunden nachher abwirft und er dann zu Hause vielleicht so ein Bild hat. Kennt ihr vielleicht alle, ja? Also das sind tatsächlich verschiedene Sparten, die der Kunde sich dann zu Hause auch selber zusammenbauen musste. Und wie gesagt, Silos, die nebeneinander funktionierten und nebeneinander ihre Produkte entwickelten. Irgendwann sogar in der Konkurrenzsituation, wenn dann T-Mobile immer mehr ins Haus drängte und T-Home immer mehr mobile Angebote machte, hat man schon gemerkt, dann macht das irgendwann keinen Sinn mehr. Ne? Aber diese Komplexität haben wir eben 1:1 an den Kunden auch weitergegeben. Und dann gibt es eben so Schlagzeilen wie das hier, ne? Also immer Ärger mit der Telekom. Ich lese mal gerade vor, die Hotline ist ständig besetzt, der Techniker taucht nie auf und die Wut wächst von Woche zu Woche. Es reicht. Ja, so. Und dann kommt, wenn man auf der Straße die Kunden befragt, dann kommt dann vielleicht sowas raus. Die Telekom ist. Oh, nee. Da ist jetzt die Regie schuld. Also technische Störung wollte ich jetzt hier nicht zeigen. Also der O-Ton ist, die Telekom hasse ich wie die Pest. Ja, Moment, ich versuch's nochmal. Die Telekom halt, und die hasse ich wie die Pest. Ja. Also das ist natürlich für uns ein Fiasko, ja, wenn man auf der Straße die Leute befragt und die sagen sowas. So, man sieht aber zum Glück, dass das schon ein paar Jahre her ist. Aber das ist letztlich das, womit wir konfrontiert sind bei der Telekom, und deswegen wir irgendwann gesagt haben im Laufe der Jahre, die Marke ist zwar nicht für alles verantwortlich, was da so auf der Straße geäußert wird, aber die Marke kann vorangehen, die Marke kann einen großen Beitrag dazu leisten, tatsächlich die Dinge für die Menschen da draußen einfacher zu machen und zu klären. Und das verstehen wir eben auch als unsere Aufgabe. Was dann so seit 2006 eingesetzt hatte, sind verschiedene Schritte der Konsolidierung der Marken. Ich hatte es eben schon gesagt, es gab dann mal so eine Zeit mit den Segmentmarken, wobei man sagen muss, 2007, als wir dieses Portfolio-Alignment gemacht haben, war damals schon klar, dass wenn man diese ganzen Produktmarken unter den Segmentmarken sammeln will, dass auch das kein Zukunftsmodell ist, weil man damals schon wusste, dass die Konvergenz der Produkte voranschreitet. Es gibt eigentlich keine Trennung zwischen Produkten zu Hause mehr, oder es wird in 1-2 Jahren keine Produkte zu Hause mehr geben, die von Mobile oder von mobilen Produkten getrennt sind. Ihr kennt das alle. Wenn ich heute zum Beispiel Magenta TV habe, kann ich mir das genauso am Smartphone angucken, wie am iPad oder zu Hause am Fernseher. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede mehr. Und das war damals schon absehbar. Deswegen ist da schon daran gearbeitet worden, schrittweise so ein Alignment hinzukriegen. Die Sparten wurden langsam abgeschafft. 2010 gab es schon nur noch eine Marke in Deutschland, und irgendwann hatten wir es dann 2013 geschafft, wirklich eine Marke für jedes Land zu kreieren und wirklich unter dieser Marke alles, was mit Konnektivität zu tun hat, alles, was Kerngeschäft der Telekom ist, auch unter dieser Marke anzubieten. Also weg von der Vielsprachigkeit hin zu einer Marke pro Land. Und jetzt, dieses Jahr haben wir nochmal, das ist dann pro Land alles ein bisschen unterschiedlich auch gelaufen über die Jahre, aber vielleicht habt ihr das gesehen, dieses Jahr haben wir nochmal einen richtig mutigen Schritt nochmal gemacht und gesagt, in Zukunft soll es nur noch eine Marke weltweit geben, ein T, was für die gesamte für den gesamten Service Provider, ob es Mobilfunk ist, ob es TV ist, ob es Festnetz ist, ob es Internet ist, was auch immer, stehen. Weil das ist letztlich auch das, was der Kunde von uns verlangt. Alles aus einer Hand. Der möchte nicht von Pontius zu Pilatus verwiesen werden und so weiter, sondern wir müssen dafür verantwortlich sein, und deswegen muss es auch eine Marke geben. Und diese Marke wird in Zukunft weltweit
das Zeichen der Telekom sein. Das ist jetzt in eine neue Strategie eingebettet und wird sich auch durch alle Architekturen ziehen, ein bisschen hin zur Produktwelt werden wir das T, ach ja, das haben wir ja auch noch hier, könnt ihr es ein bisschen sehen, werden wir das T weltweit eben ausrollen und alle anderen Marken eliminieren. Das ist die Strategie. Also erster Punkt, um Klarheit zu schaffen für den Kunden, nicht mehr diese Vielsprachigkeit, nicht mehr Segmentmarken, keine Produktmarken, die wenig Sinn machen, nicht unterschiedliche Identitäten. Damit haben wir, ich sag mal, über die Jahre hinweg und jetzt mit diesem letzten Schritt nochmal aufgeräumt. Das heißt, be clear, ich denke, da haben wir einen guten Ansatz jetzt gefunden und werden das in den nächsten Monaten und Jahren dann auch ausrollen und dann weltweit platzieren. Mit der Klarheit geht's aber dann, hört es ja da nicht auf. Das ist dann erstmal das Logo und hat natürlich Einfluss aufs Erscheinungsbild. Aber wenn wir von Klarheit von einer Marke sprechen, dann geht es natürlich vor allem auch darum, wofür steht denn eigentlich diese Marke? Was will sie uns denn sagen? Also wofür steht die Telekom letztlich? Und da gibt es zwei verschiedene Wege, die wir uns vorstellen. Ich werde kurz was zur Positionierung sagen, Hendrik dann zum Design. Aber es gibt natürlich diese zwei Wege. Ne? Also einmal inhaltlich und auf der anderen Seite formal. Wie wollen wir das eigentlich ausdrücken? Inhaltlich denkt natürlich jeder bei der Telekom erstmal an die Technologie. Das ist natürlich klar. Also wenn ich Telekom höre, dann habe ich im Kopf das Netz und ja, die Funktürme und Smartphones oder irgend sowas. Das ist auch die Herangehensweise gewesen, die am Anfang bei der Telekom vorherrschte, dass man gesagt hat, wir sind eine Technologiemarke und wir müssen auch die Technologie kommunizieren. Jetzt ist es aber so, dass im Grunde, und das sind nicht nur wir, die das irgendwann begriffen haben, sondern das sagt uns auch die Neuropsychologie, das sagen uns viele, viele andere Untersuchungen, dass es den Kunden da draußen, die zwar explizit befragt, dann an die Technologie anknüpfen, die aber letztlich, ihr alle hier und wir alle, gar nicht das Netz kaufen oder ein Smartphone, sondern das dahinterliegende Erlebnis. Es geht uns um Verbindungen. Es geht uns um Beziehungen, die wir dadurch herstellen können. Also es ist tatsächlich nicht die Technik selber, die uns antreibt, Telekommunikation am Ende des Tages zu benutzen, sondern es ist, wie gesagt, das, was ich aus der Technologie für mich gewinnen kann. Darum geht's. Und das sind dann eher solche Momente hier, dass ich eben Beziehungen, eine Interaktion zwischen Menschen herstellen kann. Das ist ganz tief in uns drin. Wir alle streben nach Beziehungen, wir alle streben nach Austausch. Wir wollen diese Gemeinschaft kreieren zwischen verschiedenen Menschen, in der wir uns dann auch geborgen und sicher fühlen können. Das ist ein ganz innerer Antrieb, der in uns allen drinsteckt. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was unsere Marke liefern kann. Beziehungen. Egal wo ich bin auf der Welt, ich kann Meinungen, Ideen, besondere Momente, die ich gerade erlebe, mit anderen sofort teilen. Und das wiederum bereichert unser Leben. Das ist am Ende das, wenn ich mit Beziehungen aufrechterhalten kann, wenn ich Beziehungen leben kann in der Gemeinschaft, ist auch das, was uns am Ende als Menschen glücklich macht. Und das ist der tiefere Sinn der Marke. Nicht die Technologie, nicht der Serverpark, sondern die Beziehung zwischen den Menschen. Und im Laufe der Digitalisierung, die wir ja immer weiter befeuern, das ist ja das, was unser Geschäft ist. Wir versuchen ja alles und jeden zu digitalisieren. Hat man aber gemerkt, im Laufe der letzten 10 Jahre, in denen Social Media weitergewachsen ist, in denen das Internet kaum noch wegzudenken ist, in dem mittlerweile auch kritische Infrastrukturen, will nicht sagen hoffnungslos, aber letztlich natürlich davon abhängig sind, dass das Internet funktioniert, hat da so ein bisschen nochmal so einen Wandel gegeben, deswegen hier auch nochmal so ein zweiter Aspekt, weil das sieht alles so happy-clappy hier aus. Ne? Das sind so typische Corporate-Bilder, die man von da draußen kennt, eigentlich von jedem großen Konzern, der solche Shootings dann auch macht. Aber im Kern ist das immer noch das Bedürfnis der Menschen da draußen, wenn sie an Telekommunikation denken. Aber was natürlich stattgefunden hat im Laufe der Digitalisierung mit sozialen Medien und so weiter, ist durch soziale Medien, durch das Internet auch eine Polarisierung der Gesellschaft.
Formen der Kommunikation, die zu Hate Speech führen, die Menschen auch unglücklich machen. Oder auch, muss man sagen, je mehr Digitalisierung wir immer in der Gesellschaft haben und je weiter wir das auch fördern, desto mehr wird Digitalisierung immer mehr zu einer wie eine Art Kulturtechnik, also so wie Lesen und Schreiben. Wer nicht diese neue Technologien beherrscht, wird nach und nach abgehängt. Der kann dann eben nicht mehr teilhaben und partizipieren an dieser Gemeinschaft, die wir ja alle so suchen. Und deswegen haben wir nochmal auch die Positionierung nochmal ein Stück weit weitergedacht und für die Telekom so formuliert nochmal, dass wir auch eine Verantwortung hier für die Gesellschaft übernehmen wollen. Also nicht nur jedem Einzelnen schön seine Verbindungen herstellen und sagen, mit dem Rest haben wir nichts mehr zu tun. Da steckt eine große Verantwortung drin, die wir als Telekom auch durchaus wahrnehmen wollen. Und wer sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß, dass wir sehr viel gegen Hate Speech machen, sehr viel versuchen, digitale Bildung auf den Weg zu bringen, um eben letztlich, und das ist eben der Kern unserer Positionierung hier, alle an diesen vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung in der Zukunft teilhaben zu lassen. Niemanden zurückzulassen, Partizipation für alle sicherzustellen. Das ist die Haltung, das ist der Anspruch, den wir als Telekom verfolgen und die wir uns als Zielsetzung für dieses gesamte Unternehmen gegeben haben. Ja. Also ich glaube, das ist auch mittlerweile intern sehr akzeptiert, dass wir da nicht einfach nur Verbindungen herstellen können und mit dem Rest nichts mehr zu tun haben wollen. Und deswegen hat auch das zu einer sehr guten Klärung beigetragen, wofür wir eigentlich stehen, welche Haltung wir als Unternehmen beitragen wollen. Also die Frage beantwortet, wofür wir eigentlich stehen, warum wir da sind, welchen Zweck wir eigentlich erfüllen in der Gesellschaft und natürlich auch als Unternehmen. Also Clarity aus unserer Sicht, da kann man diese zwei Aspekte jetzt schon mal bringen. Wir kommen nachher nochmal auf den dritten vielleicht. Aber aus unserer Sicht haben wir da in den letzten Jahren einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Wir wissen ganz genau, wofür wir stehen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir alles, was die Markenvielfalt, diese ganze Kakophonie, die da draußen war, sehr stark aufgeräumt. Gut. Und jetzt, Hendrik, geht's weiter, wie wir das im Design auch umgesetzt haben, die Erlebnismarke. Genau, dankeschön. Genau, jetzt geht es um den Ausdruck der Marke, den Ausdruck, den wir dafür gefunden haben und um die Geschichte, wie wir eigentlich das Designsystem in den letzten Jahren weiterentwickelt haben und neu aufgestellt haben. Und jetzt haben wir in ein paar Klicks schon sehr viel erfahren über die Telekom, einerseits Unternehmensgeschichte, andererseits auch wichtige Entwicklungsschritte der Marke. Und selbst im Intro wurden da schon bestimmte Referenzen gemacht, auch was die visuelle Ausdrucksform angeht. Da wurde vor allen Dingen die Farbe genannt, Magenta, natürlich ein ganz starkes Asset. Und auch das T-Logo, und das sind natürlich klassische Elemente, die jeder kennt, weil die einfach, ja, sag ich mal, über Jahrzehnte hinweg, kann man schon fast sagen, CICD-mäßig eingeführt, etabliert, ausgerollt, überall gespielt wurden. Und das ist natürlich klassisch gesehen so ein bisschen das kontrollierte Feld. Das sieht man hier auch in diesem kleinen Ausschnitt des Markenauftritts heute sinnbildlich. Also es geht um werbliche Kommunikation, um Point of Sale, Produktauftritte, auch halt bestimmte digitale Kontaktpunkte. Dafür war das alles schon sehr gut und hat halt in sehr kontrollierter Art und Weise stattgefunden, die Marke visuell geprägt. Natürlich entwickelt sich die Welt weiter, das Branding entwickelt sich weiter und das ist ganz besonders ausgeprägt auch in unserer Kategorie der Telekommunikation oder Digital Telco, wie wir uns natürlich heute auch sehen. Und da geht es heutzutage um viel mehr als diese kontrollierten Touchpoints, wo ja, man mit wenigen Mitteln halt viel erreichen konnte und das halt sehr kontrolliert durchführen konnte. Es geht hier mehr um zum Beispiel im B2B-Bereich neue Technologien. Telekom ist sehr stark aufgestellt im Bereich IoT. Es geht natürlich auch um Content, es geht um ganz neue Kontexte, die wir betreten. Sport, Musik, Fashion, das sind alles Bereiche, in denen man nicht so einförmig auftreten kann, wo man einfach das T drunter setzt und das ist der Absender. Da geht es halt um was Differenzierteres. Teilweise haben wir auch damit
zu tun, dass wir in bestimmten Anwendungen gar nicht mehr so sichtbar sind. Also wenn ein Gerät nicht von der Telekom hergestellt ist, ist vielleicht nur die Connectivity da drin. Das heißt, eine Herausforderung für die Marke ist, wie bleibt man sichtbar, wie bleibt man wiedererkennbar. Und vor allen Dingen müssen wir viel flexibler werden, weil diese ganzen Touchpoints kann man natürlich nicht bespielen und betreiben und managen mit klassischen Richtlinien und Vorgaben. Dann gibt es ein neues Betriebssystem, eine neue Technologie, dann ist das schon wieder veraltet. Das heißt, man muss da sich anders aufstellen, um da am Ball zu bleiben und überall mitspielen zu können. Das war jetzt quasi die interne Perspektive. Wir dürfen den Kunden natürlich nicht vergessen, haben wir ja eben schon gelernt. Und all diese Dinge, mit denen setzt sich der Kunde natürlich auch auseinander. Und da geht es natürlich um die Frage, wie nimmt der Kunde in diesen verschiedenen Momenten die Marke wahr? Da möchte er auch keinen eintönigen Auftritt haben. Da geht es auch um die Angemessenheit. In dem einen Moment hält die Marke sich stärker zurück und vermittelt einfach ein Gefühl der Sicherheit. Ich bin hier gut aufgehoben, alles funktioniert einfach und schnell. In anderen Momenten möchte ich überrascht werden und einfach gut unterhalten werden von der Marke. Das heißt, hier macht sich auch dieses Spannungsfeld auf. Einerseits dieser Anspruch an die Flexibilität, andererseits aber auch, wie bleibe ich für den Kunden wiedererkennbar und habe einfach dieses Spielfeld, immer angemessen kontextuell aufzutreten. So, jetzt stoppt die Frau. Interne Perspektive, externe Perspektive, all diese Herausforderungen, da waren natürlich, als wir angefangen haben, uns mit dieser Weiterentwicklung auseinanderzusetzen, sehr viele Bälle in der Luft. Und man stand natürlich jetzt vor gewissen Diskussionen und Fragestellungen. Eigentlich sind wir ja gut aufgestellt. Brauchen wir vielleicht nur hier und da punktuell Anpassungen oder muss man einen radikalen Schnitt machen? Braucht es vielleicht hier und da mehr Regeln oder einfach gar keine Regeln mehr? Also das waren jetzt viele Gedanken, die man in die Luft geworfen wurden. Wo wir einfach diskutiert haben und Möglichkeiten erforscht haben, wie man jetzt mit diesen ganzen Herausforderungen und Situationen umgeht. Wir haben für uns, glaube ich, einen guten, richtigen, wahrscheinlich auch naheliegenden Weg gefunden, nämlich erstmal ruhig bleiben, weitermachen und uns auf unsere Stärken konzentrieren. Und wenn wir über Stärken sprechen im Markenauftritt, haben wir natürlich ein ganz besonderes Fund, was wir in die Waagschale werfen können, und das ist die Farbe Magenta. Und jetzt alleine dieser Impuls hier, was Magenta einzufärben, zeigt schon, der Anspruch der Wiedererkennbarkeit und kleine Aufmerksamkeit zu setzen, kann im Falle Telekom schon durch so einen Farbimpuls getan werden. Also die Assoziation der Farbe ohne Logo, ohne weiteren Kontext, ist schon sehr hoch, dass das auf Telekom abzielt. Das haben Studien ergeben, in Deutschland natürlich ganz besonders stark, aber auch international. Das heißt, eigentlich haben wir mit der Farbe schon ein Mittel, wo wir diesen Punkt Sichtbarkeit, Wiedererkennung gut machen können. Natürlich, ja, klassisch CI/CD-mäßig, hat die Farbe im Layout und in der Experience auch immer einen besonderen Platz gefunden. Das heißt, das war formal eigentlich immer ein Kasten, eine Hintergrundfläche, vielleicht auch das Logo und die Schrift, aber es war halt immer formal gefasst. Und so wie wir das System weitergedacht haben, haben wir einfach mehr Potenzial erkannt, dass man Magenta eigentlich von der Formensprache befreit und das einfach viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten bekommt. Ob das jetzt organisch, kristallin oder klassisch rechtwinklig daherkommt, ist eigentlich egal, beziehungsweise eher ein Vorteil. Die Wiedererkennung wird trotzdem gesetzt durch die Farbe. Und ich habe eigentlich dadurch, dass ich formal ganz unterschiedlich auftreten kann, halt viel größeres Potenzial, flexibel zu sein und auch viel mehr Möglichkeiten, ja, bestimmte Ausdrücke schon durch eine Form und die Farbe wiederzugeben. Was bedeutet das? An der Farbe Magenta lässt sich das natürlich leicht herleiten, leicht erklären, aber wir haben das dann auf das ganze System bezogen, dieses Prinzip, nämlich dass man einmal den Punkt der Wiedererkennung nimmt und auf der anderen Seite eine große Vielfalt, Flexibilität einräumen möchte, was vielleicht, wenn man das so erzählt, auch einen Gegensatz darstellen kann. Aber wir wollten das einfach in Balance bringen, quasi zu einem ausgeglichenen System machen, das wirklich beide Pole gekonnt balanciert. Das war eigentlich der Anspruch an das Designsystem. Und wir halten das auch für sehr zukunftsfähig, weil halt wirklich diese zwei wichtigen Aspekte einfach damit abgedeckt sind und man trotzdem viel Freiraum lässt, auch in der Weiterentwicklung. So,
Das war jetzt nur auf Magenta bezogen, aber wie funktioniert das eigentlich, wenn jetzt die ganzen anderen Gestaltungselemente auch mit ins Spiel kommen? Da gibt es natürlich noch andere Assets, die auch Wiedererkennung herstellen, Sichtbarkeit ausmachen. Und natürlich gibt es da drumherum auch ganz viele Mittel in der visuellen Kommunikation, ja, wie man einfach einen lebendigen Markenauftritt schafft. Will man Bildsprache noch verregeln oder ist Bildsprache eigentlich ein tolles Mittel, um bei Musik was anderes zu machen als bei IoT? Und genauso mit den anderen Elementen, eine Farbigkeit muss vielleicht gar nicht mehr in einem Sekundärfarbklima so streng vorgegeben sein, vielleicht kann ich da unter gewissen Bedingungen auswählen. Illustration kann dazukommen, mit der Schrift, die im Kern definiert ist, kann ich aber auch spielerisch umgehen. Das waren alles so Gedanken, die wir uns dann über die einzelnen Elemente und um das Zusammenspiel gemacht haben. Wir haben das natürlich dann sortiert und dann auch diesen beiden Schwerpunkten, Sichtbarkeit, Wahrnehmung, Wiedererkennung und Flexibilität zugeordnet. Und ja, um das dann zu systematisieren, quasi in einem Modell zusammengefasst, das jetzt unseren Auftritt eigentlich sehr gut hier auf den Punkt bringt. In der Mitte die Kernelemente, die halt sehr stark für diese Sicherheitsfaktoren zuständig sind, die auch immer dabei sind, also die sind mandatory, die kann man jetzt nicht einfach so weglassen, wir müssen ja Telekom bleiben. Und drumherum gibt es halt eine Palette von, ja, visuellen Ausdrucksmitteln, die man etwas freier verwenden kann, mit denen man spielen kann. Und das ist nicht so gemeint, dass man jetzt in die Farbpalette greift und alles gleichermaßen bedient. Das heißt, für den einen Anlass ist vielleicht eine expressive Formsprache das Richtige, für den anderen Anlass ist eine typografische Spielart die richtige Lösung. Und mit Bildern und Illustrationen kann man natürlich immer viel machen und da differenzieren. Das heißt, so verstehen wir das System. Im Kern sehr konsistent, sehr klar und drumherum halt viele Möglichkeiten, die wir einräumen wollen. Genau, hier nochmal erklärt, Recognition und Flexibility, also auf der äußeren Schale sage ich jetzt mal eher die narrativen, emotionalen Elemente. Und das Ganze haben wir benannt, schon sehr früh als Working Title mit Liquid Brand Design. Das hat sich auch gehalten und durchgesetzt, offiziell. Liquid insofern, ja, einfach die flexiblen Möglichkeiten. Und im übertragenen Sinne ist die Farbe natürlich auch so das fluide Element, das alles durchzieht und zusammenhält. Ja, deswegen Liquid Brand Design als Name für das Modell. Genau. Natürlich haben wir uns jetzt nicht mit der Theorie zufrieden gegeben. Wir haben auch geguckt, wenn die einzelnen Elemente jetzt so eine wichtige Rolle spielen, was können wir denn damit noch tun, um uns da für die Zukunft besser aufzustellen. Die Farbe Magenta darf man natürlich nicht verändern. Die ist untouchable, die ist gut so. Die ist ja auch markenrechtlich für die Telekom geschützt in unserer Kategorie. Aber der Umgang mit der Farbe ist hier entscheidend und auf der rechten Seite sieht man jetzt schon so ein bisschen, was man mit der Freiheit der Form und der Farbe machen kann. Das heißt, es kann ganz unterschiedliche Ausdrücke annehmen. Beabsichtigt war durchaus auch, dass man halt wirklich spezifische Formen findet, die auch schon ja, bestimmte Geschichten aufmachen, bestimmte Kontexte herstellen. Eine ganz dynamische Form steht vielleicht eher für Sport. Eine ganz zurückhaltende Form kann es auch mal sein, wenn man damit nicht viel erzählen möchte. Aber natürlich die Form selbst erzählt ja auch schon eine Geschichte im Zusammenspiel mit der Farbe. Beim T-Logo sind wir etwas weitergegangen. Das haben wir tatsächlich auch angefasst und überarbeitet. Natürlich behutsam und evolutionär. Wir sind von dem etwas breiteren T weggegangen, haben das reduziert, damit man es auch größer spielen kann. Dann haben wir es auch formal vereinfacht, modernisiert. Das Ganze ist auch etwas stärker, kräftiger geworden. Sieht nicht mehr ganz so antiquiert aus. Dieser starke Serifenausdruck ist weggefallen. Und das hat natürlich alles den Sinn, dass das überall symmetrisch präsenter gespielt werden kann, gerade auch im Kleinen, im Digitalen. Und dann vielleicht, wenn man damit mal kommunikativer umgehen möchte, auch mehr Fläche im Logo hat, um damit mal spielerisch sein zu können und dem einen ganz anderen Ausdruck gibt, indem man das mit Illustrationen, Bildern, Farben und allem Möglichen auch füllen kann und begleiten kann. Das war die Weiterentwicklung des Logos. Natürlich, der Sound wurde auch schon angesprochen, das akustische Logo mit den 5 Tönen. Auch das wurde in den zurückliegenden Jahren ein Stück weit weiterentwickelt. Hört sich jetzt kürzer an. Mach nochmal zurück.
Einen geben wir ihm noch. Ich hoffe, die ISDN-Leitung hält, weil es kommen ja noch ein paar Animationen. Achtung. Genau. Also die akustische Entsprechung des visuellen Logos ist natürlich auch ein tolles Wiedererkennungsmerkmal und wir haben diese Tonabfolge genutzt und haben daraus auch ein ganzes Soundsystem kreiert, für das S12 in der Entwicklung verantwortlich ist. Und das ist eigentlich auch, sage ich mal, ein Kosmos, ein Universum von Sounds, die auch alle Touchpoints bespielen können. Das heißt, es kommt hier alles ein bisschen kümmerlich. Kleine rüber, Tonprobleme. Der nächste muss mal einen Soundcheck machen. Also es gibt eine ganze Klangwelt, die quasi die Touchpoints 360 Grad bespielen kann. Das geht wirklich von ganz reduzierten, minimalistischen Soundsignalen, die quasi in der Interaktion im Interface gespielt werden, bis hin zu einer musikalischen Klangwelt, die bei Events, Veranstaltungen, Presse und so im Hintergrund laufen kann. Also auch daraus wurde quasi eine Welt entwickelt, die auf dieser Ebene sehr gut funktioniert. Bei der Schrift haben wir eine größere Entwicklung gemacht. Da war einfach der Anspruch, auch in der Typografie markentypischer zu werden. Es gibt Momente, wo man halt wirklich nur noch das Schriftbild hat. Also in der Interaktion ist nicht immer die Farbe, das Logo dabei. Und dann kann vielleicht auch ein Telekom-typisch gestaltetes Wort halt diesen Anker setzen. Die Schrift haben wir in Zusammenarbeit mit dem Hannes van Dören und HVD Fonts entwickelt. Und da waren vor allen Dingen Aspekte wichtig. Also globale Marke muss natürlich alle Sprachräume umfassen, halt da gut aufgestellt zu sein, auch vom Ausdruck her viele Schriftschnitte, um diese Lebendigkeit, diese verschiedenen Anforderungen auch in der Typografie gut spiegeln zu können. Wie gesagt, bestimmte Assoziationen an andere Formsprachen der Telekom, um auch die Schrift charakteristischer zu machen. Und letztendlich auch eine technische Weiterentwicklung in Form von dem Variable Font, dass man da einfach für die digitalen Touchpoints besser aufgestellt ist, allein von der Performance her, aber natürlich auch, um vielleicht mal in Zukunft so dynamische Features, wie verhält sich die Schrift im Raum, im virtuellen Raum etc. auch nutzen zu können. Das heißt, auch da haben wir halt wirklich nochmal ganz grundsätzlich gearbeitet, um uns da auch für die Zukunft besser aufzustellen. Genau, wenn man das jetzt mal ganz minimalistisch betrachtet, wir haben jetzt vor allen Dingen über die Elemente der Wiedererkennung gesprochen, kann man sich das so vorstellen, wenn ich nur ganz wenig Möglichkeiten habe, zum Beispiel so ein Leuchtsignal an einem Gerät, kann schon Magenta halt den ersten Hinweis geben und den Punkt setzen, die Telekom wiedererkennbar machen. Wenn ich im Interface einen kleinen Raum habe, die Farbe und das Logo auf kleinstem Raum funktioniert, auch im Vergleich zu den anderen. Und wie gesagt, in der Interaktion, wenn vielleicht nur noch Schrift vorhanden ist, kann man mit der neuen Schrift halt auch souverän auftreten und da auch diesen Punkt machen. Das war jetzt eher so der minimalistischste Ausdruck der Marke bezogen auf diese Recognition-Elemente, aber wie das jetzt im Zusammenspiel mit der ganzen Palette der Möglichkeiten funktioniert, zeigen wir jetzt nochmal in einem Film. Jetzt muss es funktionieren. Hat sich ausgewackelt. Wie geht's weiter? Jetzt sehen wir das Ganze nochmal als Standbild festgehalten. Um das jetzt nochmal ein bisschen zu erklären. Also wir haben hier in der Kommunikation halt die Möglichkeit von wirklich eher konventionell mit einfachen Formen einfach saubere werbliche Kommunikation zu betreiben, bis hin in bestimmten Bereichen, Musik und Sport, expressiver aufzutreten mit der Formsprache und dann halt auch mit anderen Elementen, wie ich die Schrift nutze, wie ich die Farben einsetze. In dem Packaging-Beispiel links oben sieht man, dass
die Form auch immer was Gewisses transportieren kann. Also ich kann da mit einer Speaker Wave natürlich schnell die Assoziation zum Produkt herstellen. Ein einfacher Play-Button zum Receiver ist irgendwie auch passend. Also man kann mit diesen Formen halt auch schon wirklich viel Kontext machen. Ich kann nur mit der Farbe und einer dynamischen Formsprache so einen riesen Kontaktpunkt wie die Allianz Arena tatsächlich auch theoretisch für die Telekom besetzen, also ein ganz einfacher Handgriff und auch im Kleinen funktioniert es halt sauber, wenn man sich die Smartwatch anguckt. Also so ist eigentlich die Bandbreite des Ausdrucks, den wir halt hergestellt haben mit diesen Möglichkeiten. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie man das alles verriegelt. Und hier zeigen wir nochmal in ein paar Schritten, wie so ein Layout aufgebaut wird. Also Magenta kommt durch die Form rein und dann braucht es eigentlich gar nicht mehr viel. Eine starke Botschaft mit der Typografie, schönes Produktbild und natürlich das Logo als Absender. Dann ist mit simplen Mitteln eigentlich alles getan und das ist natürlich auch ein Stück weit intuitive Gestaltung, die wir auch am Anfang so erklärt und vermittelt haben, dass es halt eher mit simplen Designprinzipien, die man schnell erzählen konnte, funktioniert hat. Natürlich gibt es Regelwerk und Templates und alles Mögliche dahinter, um das wirklich auf jeder Ebene sicherzustellen, aber so den Grundumgang mit diesem System, der lässt sich halt recht einfach mit einigen Prinzipien erklären. Und dann kann so eine Formsprache natürlich auch eine ganze Produktwelt einnehmen. Das heißt, ich kann das übertragen auf verschiedene Touchpoints, auf verschiedene Formate und dieses Element immer wieder aufnehmen und damit halt eine ganze Welt kreieren, die aber ja, trotz der Eigenständigkeit halt immer klar Ket Telekom bleibt. Und nochmal als Kontrapunkt, hier wurden so ein paar mehr Elemente aus der Palette verwendet. Wenn ich mal wirklich so ein spitzeres Thema habe, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann ich halt viel expressiver damit umgehen und auch mehr machen. Dann ist vielleicht die Typografie eigenständig. Ich habe eine Bildsprache, die man so nicht erwarten würde. Vielleicht auch eine auffällige Farbigkeit. Und dann kann das mal, ja, sag ich mal, das Gegenbeispiel liefern, ein bisschen extremer im Vergleich zur Speaker. Ja, das Ganze wird auch schon genutzt, vor allen Dingen in Social Media sieht man, dass da auch diese ganze Bandbreite sehr schön verwendet wird. Gerade in der Social Media Kommunikation ist ja auch gut, schnell und intuitiv halt gestalten zu können und ganz unterschiedliche Ausdrücke zu erzielen. Das mal so ein Snapshot. Billie Eilish war vorgestern und zwar wirklich in Bonn als Konzert. Im Digitalen kann Magenta dann auch mal so funktionieren, halt auch eine ganz intuitive, schöne Sache, wie Magenta halt wirklich im Layout auch fluide wird und eine Funktion erfüllt. Das ist natürlich ein simpler digitaler Touchpoint, wo ich sowas mal machen kann. Grundsätzlich haben wir die digitale Landschaft halt auch so aufgestellt, dass wir hier auch nach diesem Standbein-Spielbein-Prinzip unterwegs sind. Das heißt, natürlich gibt es für die Wiedererkennung und für die Funktionalität die ganze Welt der UI-Elemente, die halt sauber dekliniert ist, aber dann in den Content-Modulen kann man die volle Power des Auftritts dann halt spielen und da wird die Form wieder vielfältig und Magenta mal mehr und mal weniger präsent. Genau, dann gibt es hier noch so ein kleine Vorschau auf die Telekom.de, die in Zukunft so aussehen könnte, wenn man das mal runterscrollt, halt auch viel mehr markentypisch, viel mehr Telekom darin als Potenzial, als halt immer Fremdprodukte zu zeigen. Das Ganze natürlich auch mobil. Und das war jetzt, sage ich mal, ein kurzer Ausflug in die Telekom-Welt, wie sie heute aufgestellt ist. Und der obligatorische Vorher-Nachher-Blick darf natürlich nicht fehlen. Also hier nochmal der Blick zurück, wie man das vielleicht auch gar nicht so präsent jetzt in Erinnerung hat. Das Auftrittssystem damals noch sehr statisch, klassisch Magenta-Logo, eine Funktionalität in dem Layout. Natürlich, ja, sag ich mal, alle Punkte, die man erfüllen muss, gut erfüllt, aber vor dem Hintergrund der Herausforderung, die wir angesprochen haben, natürlich ein bisschen zu, sag ich mal, uniform im Ausdruck. Und dagegen jetzt das neue Bild, auch nicht geschönt, da schon einige realitätsnahe Dinge, die am Anfang des Rollouts auch rausgekommen sind. Das ist dann so der Gegenpol, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, das Thema Rollout habe ich jetzt schon angesprochen. Vor 2 Jahren ist das Ganze rausgekommen, auch wirklich so in der ersten Welle der Pandemie.
Das heißt, wir mussten uns auch damit beschäftigen, wie vermitteln wir das Ganze, vor allen Dingen an die Leute, die mit der Marke arbeiten und die die Telekom gestalten jeden Tag. Das bezieht sich auf natürlich Telekom-interne Bereiche, das Marketing, die Kommunikation, die verschiedenen Länder, aber dann auch auf die Agenturen, die vielen Agenturen, die für die Telekom arbeiten. Da war vorher die Haltung natürlich immer, wir brauchen da ein bisschen mehr Spielraum, wir wollen nicht alles so hart gemanagt haben, gibt uns mehr Freiheit. Da waren revolutionäre Stimmen zu hören. Und natürlich haben wir das jetzt gewissermaßen gegeben. Und die Reaktion war schon so, ja toll, super, aber wo fangen wir denn jetzt an? Wie machen wir das? Könnt ihr uns da ein bisschen weiterhelfen? Und wie gesagt, gerade in dieser Situation der Pandemie war das erstmal eine Herausforderung. Wir haben uns da sehr viel mit beschäftigt, weil das war natürlich wichtig, dass das ganze Ding fliegt und funktioniert. Das heißt, es hat hier wirklich Trainings gegeben, die quasi aus dem Homeoffice online stattgefunden haben, mit ganz einfachen Formaten auch. Wir haben, wie gesagt, diese Designprinzipien in Videotutorials gefasst, um das Ganze zu vermitteln, damit es auch nach den Trainings noch ganz einfach konsumierbar war, um die wichtigsten Punkte mitzubekommen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und in dem Kontext dieser Situation haben wir da auch ein bisschen Prototyping gemacht. Eine Idee, die wir auch umgesetzt haben, war, das ganze Branddesign, das ganze System nochmal als eine AR-Anwendung spielerisch auch zugänglich zu machen. Das heißt, man kann die App runterladen und dann mit einem bestimmten visuellen Trigger verschiedene Layouts aufrufen, die man dann mit den Freiheitsgraden in unserem Designsystem ausprobieren kann. Man kann da selber mit Shapes spielen, man kann selber farbliche Gestaltungen aussuchen und man kriegt eigentlich auf die Art und Weise gut vermittelt, wie das ganze System funktioniert. Dadurch nochmal eine Ebene geschaffen, das Ganze mal anders darzustellen und anders zugänglich zu machen. Die App ist übrigens immer noch downloadbar, könnt ihr euch alle runterladen, wenn ihr Lust habt, das mal durchzuspielen. Also das Coole ist tatsächlich daran, ne, du kannst das in einer Organisation mit 200.000 Mitarbeitern, du gehst an eine Wand, hältst das Smartphone an die Wand und erklärst deinem Sitznachbarn, wie eigentlich Liquid funktioniert innerhalb von 5 Minuten. Ja, das ist eigentlich ein großes Asset, weil wir ja selber auch nicht rausfahren konnten, Schulungen machen und so weiter. So ist es für jeden, der es einmal verstanden hat, möglich, das sofort zu replizieren und jedem weiterzugeben. Genau. Jetzt kommen wir nochmal auf das Statement für diese Veranstaltung zurück. Boldness natürlich haben wir auch hinbekommen. Dabei vielleicht gar nicht so relevant, so der einzelne gestalterische Ausdruck in den ganzen Umsetzungen, die wir jetzt gesehen haben. Wir wollen ja auch nicht immer nur laut und bunt sein, da gibt es ja auch die zurückhaltenderen Momente. Was vielleicht jetzt besonders bold und mutig ist, ist auch so ein bisschen die neue Haltung, also dieser Paradigmenwechsel. Wir vertrauen den Leuten, die die Marke kennen und für die Marke arbeiten. Wir geben mehr Freiheiten. Und wir haben mit dem System eigentlich, wie du auch in der Liquid-Metapher gesagt hast, kontrolliert geflutet. Und so wie es angenommen wurde und so wie es bisher funktioniert, gibt uns eigentlich recht, dass das ein guter und richtiger Schritt eigentlich in die Zukunft der Marke gewesen ist oder auch jetzt noch ist. Ja genau. Also letztlich, also in der Organisation mit, ich betone das nochmal, über 200.000 Mitarbeitern ist das natürlich für euch vielleicht alle jetzt gar nicht so der Riesenschritt, aber in so einer Organisation hat natürlich jeder die Sorge, das ging bis hoch zum CEO, der gesagt hat, oh nee, also wir können hier nicht so eine Chaosveranstaltung machen, ja, also das sieht mir ja aus, wenn er dann die Bilder nebeneinander gesehen hat, das sieht ja aus wie jeder macht jetzt, was er will hier und ich habe noch ein bisschen Magenta mit drin, ja. Wir konnten ihn dann schon beruhigen, dass wir das einigermaßen in den Griff bekommen, aber wir wussten natürlich am Anfang auch nicht, was passiert eigentlich mit dem Ganzen. Ja? Passiert das, dass es zum Chaos wird, weil wir ja eigentlich radikal, ich glaube, an die 100 Guidelines weggestrichen haben von heute auf morgen und haben gesagt, up to you, welche Zweitfarbe du einsetzt, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und für uns war eben wichtig, dass wir die Diskussionen in Zukunft an der richtigen Stelle führen, wenn wir weltweit Design steuern. Und wir haben gesagt, in Zukunft wollen wir uns nur noch auf 3 Kernelemente fokussieren, 3 Codes, die wirklich für die Telekom stehen und nicht mehr Diskussionen führen über
Bildwelten, die sowieso uns niemals hundertprozentig erkennbar machen werden, egal wie wir das durchsteuern wollen, oder über Illustrationen oder über Farben, die eh nicht Magenta-Farben sind. So dass wir gesagt haben, wir stellen Prinzipien auf und daran müssen sich die Leute halten. Also was Hendrik gezeigt hat, wir diskutieren heute zu 90% nur noch über den Kern und nicht mehr über diese Dinge, die außenrum passieren, weil da sollen die Leute die Möglichkeit haben, die allerbeste Kommunikation zu machen. Und dafür sind sie dann auch verantwortlich. Und das ist so ein Punkt, der, ich glaube, für uns alle auch so ein Paradigmenwechsel war und wir gar nicht so genau wussten, wo kommen wir da hinten raus. Aber wir haben uns zur Aufgabe gemacht, keine gute Kommunikation zu verhindern. Design, und davon bin ich fest überzeugt, darf niemals mehr der limitierende Faktor sein in so einer großen Organisation, sondern er muss die Organisation unterstützen, wertvolle und relevante Kommunikation für die Leute da draußen zu machen. Darum geht es im Endeffekt. Und dafür haben wir die größtmögliche Freiheit, natürlich braucht man Wiedererkennung, aber die größtmögliche Freiheit den Kolleginnen und Kollegen eingeräumt. Und wir diskutieren wirklich nur noch über den Kern. Und ich glaube auch fest daran, dass so dieses alte Bild, aber das werdet ihr auch alle wissen, der strikten Konsistenz und alles muss immer gleich sein, dass man das gar nicht mehr durchgesteuert bekommt heute bei diesen vielfältigen Touchpoints, die man hat, bei diesen Kanälen da draußen, die immer mehr werden, immer wieder anders. Ich kann das gar nicht mehr mit einem alten CICD-System tatsächlich vernünftig steuern. Ich muss diese Luft zum Atmen, gerade wenn die Organisationen immer größer werden und auch international, kulturell ja völlig unterschiedliche Ansätze in der Kommunikation sind, brauche ich diese Luft zum Atmen. Deswegen, aus unserer Sicht, kann eine strikte Konsistenz letztlich eine Marke auch kaputt machen. Und das wollten wir hier verhindern. Das ist der Ansatz gewesen. Also von daher für uns... Danke. Letztlich für uns ein sehr mutiger Schritt, wo wir echt dankbar sind, dass das Management da auch mitgegangen ist, weil das ist nicht so ganz einfach zu vermitteln dann auch an manchen Stellen. Deswegen glauben wir auch, dass wir dann den Schritt Boldness auch ganz gut hinbekommen haben. Was gibt's? Letzte paar Minuten will ich noch auf einen Punkt rausgehen. Wir sind gut in der Zeit. Bitte? Wir sind gut in der Zeit. Wir sind gut in der Zeit? Perfekt. So far so good, what's next? Noch einen Aspekt mit reingeben, weil in den letzten Jahren die Telekom immer weiter auch gewachsen ist und ein Mindset entstanden ist. Ich habe es vorhin ganz kurz schon mal angedeutet. Spätestens seit der Übernahme von Sprint in den USA ist 60% unseres Umsatzes entsteht in den USA. Wir sind kein deutsches Unternehmen mehr, wir sind kein europäisches Unternehmen mehr, wir sind mittlerweile ein globales Unternehmen, was uns auch von außen immer wieder gespiegelt wird, was viele in Deutschland noch gar nicht so richtig glauben wollen. Aber wie gesagt, wir sind nach Markenwert mittlerweile an AT&T vorbeigezogen, haben im letzten Jahr die 100 Milliarden Umsatzgrenze gerissen. Das heißt, wir sind de facto mindestens, ich meine, es gibt unterschiedliche Rankings, aber es kann niemand bestreiten, dass wir einer der Top 5 weltweiten globalen Telekommunikationsunternehmen sind, mit all der Verantwortung, die da einhergeht. Aber das hat auch nochmal dazu geführt, dass die Strategie des ganzen Konzerns nochmal auf oder umgestellt wurde auf einen Leitsatz, der da heißt, wir wollen die digitale Telco weltweit werden. Also Nummer 1 global. Ein Anspruch, ein Mindset, was jetzt seit 2-3 Jahren tatsächlich im Konzern herrscht und wo wir gesagt haben, das müssen wir über die Markenführung auch begleiten. Da müssen wir mitgehen, da müssen wir auch das nach außen tragen. Wir müssen viel selbstbewusster umgehen mit der Marke selber. Wir müssen groß werden, wir müssen diese Selbstbewusstsein, was da tatsächlich nach außen getragen werden soll, müssen wir mitgehen und müssen das zeigen nach draußen. Der Kunde muss das auch spüren letztlich. Das heißt, wir werden in allem, was ihr in Zukunft sehen werdet, wird das T eine ganz wichtige Rolle spielen. Es wird größer werden, es wird bolder werden. Auch da, Thema Boldness, werden wir nachlegen. Und es soll vor allem aber auch inhaltlich aufgeladen werden. Wir wollen, dass das T zu einer Art Symbolik wird für diese Verbindung zwischen den Menschen. Wie ich es eingangs gesagt hatte, bei der Positionierung. Wir wollen das T in den Kontext mit einbeziehen und zu einem Zeichen machen, was eben nicht so eine
Distanziertheit, einfach ein Logo unten in der Ecke und dann ist das ist klar, wer der Absender ist, sondern wir wollen es auch inhaltlich stärker aufladen und eine Nähe transportieren hin zu unseren Bezugsgruppen. Das wird ein ganz wichtiger Punkt sein in der Zukunft, um eben auch diese Ausstrahlung zu gewinnen. Auch kontextuell mal Aussagen treffen zu lassen, ja? Spielerischer damit umzugehen, interessant zu bleiben für die Menschen da draußen. Wir arbeiten mit Künstlern zusammen, die uns neue Tees liefern. Innen gibt es tolle Kreationen auch von unseren Designern, die sich das Tee annehmen, ja? Die immer wieder daran arbeiten. So weiß ich nicht, ob noch ich einen Klick drücken darf. Hier funktioniert nicht alles. Aber gut, also dieses Spielerische, dieses Interessantbleiben, dieses Relevantbleiben in allen Kanälen, für alle Technologien, über alle Bezugsgruppen, sodass wir vielleicht uns das mal gelingt in Zukunft, tatsächlich diese inneren Bilder, die viele noch von der Telekom haben, aufzubrechen und die Telekom wirklich zu einer Markenikone machen, die für die Verbindung zwischen den Menschen stehen kann. Danke.